Da fragt der Reporter, der natürlich auch einen Medienberater hat und deshalb die Frage stellt, die alle Reporter mit Medienberater stellen. Herr Minister, finden Sie es richtig, dass die Sozialleistungen und die Ausgaben für Kultur gekürzt werden? Ich habe nie gesagt, dass wir die Ausgaben in diesen Bereichen kürzen werden. Ich habe immer gesagt, wir dürfen die Konsolidierung der Finanzen nicht aus den Augen verlieren und deshalb werden wir unsere Hausaufgaben machen und sehr genau prüfen, wo wir Möglichkeiten sehen, die Herausforderungen, die wir zu meistern haben, die wir auch meistern werden, in den Haushaltsplan aufzunehmen. Dafür stehe ich und dafür steht meine Partei. Denn meine Partei ist die Partei der Freiheit, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit. Wir sind die Partei der Mitte, die Partei des Ausgleichs, die Partei des Wohlstands und die Partei... Ich mache nochmal eine Frage. Sozialleistungen und Kultur. Ach ja, genau. Wir sagen schon lange... Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten müssen bezahlbar sein und Kultur natürlich auch. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass unsere Forderung endlich erfüllt wird, die Ausgaben für Krankenhäuser, Schulen und Theater und Kindergärten zu erhöhen. Denn Kinder sind unsere Zukunft und die Kultur ist der Spiegel unserer Gesellschaft. Es ist eine Schande, dass wir... Aber Herr Minister, Sie sind doch in der Regierung, Sie können doch sagen... Ja genau, wir haben das Missmanagement der Vorgängerregierung beseitigt, den Staatshaushalt konsolidiert und die Wirtschaft angekurbelt. Wir haben kaum Wachstum und die Arbeitslosenzahl liegt bei 3 Millionen. Das ist doch eine Milchmann-Rechnung. Milchmann? Ja, wir sind eine tolerante Partei und auch die Milchmädchen können sich darauf verlassen, dass wir dem Vorurteil entschieden entgegentreten, sie könnten nicht rechnen. Was hat das mit den 3 Millionen Arbeitslosen? Aber 3 Millionen sind es ja nicht. Man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn man von den 3 Millionen Arbeitslosen die Grundschüler abzieht, dann sind es nur noch 2,5 Millionen. Und wenn wir dann noch die verdeckten Arbeitslosen, die Übergangsarbeitslosen, die Übergangsrentner und die Arbeitslosen, die gar nicht arbeiten wollen, abziehen und dann noch den Rechenfehler der Bundesagentur für Arbeit berücksichtigen, dann kommen wir auf eine Arbeitslosenzahl von minus 100.000. Das heißt, wir haben mehr Stellen besetzt, als wir Arbeitssuchende haben. Ja genau, wir haben eine Übervollbeschäftigung. Aber das geht doch mathematisch gar nicht. Und ob, manche haben eben 2 Jobs.